Hallo, liebe Jungfrau, herzlich willkommen zu deinem Ausblick in den Monat April. Ich freue mich, dass du da bist. Wir schauen direkt rein, was dich erwarten kann im April. Alle Infos zu diesem Orakel findest du wie immer unter dem Video in der Infobox. Von mir aufgeschrieben, unter anderem, welche Karten ich verwende. Für die Jungfrau im April, welche Situation darf ich beleuchten? Was kommt? Über was darf ich sprechen für die Jungfrauen? Die Hohepriesterin. Neun Münzen. Vier Kelche. Drei Münzen an der Unterseite. Liebe Jungfrau, im April wird dir ein Kelch gereicht. Dieser Kelch repräsentiert eine Chance in deinem Leben, die im April auf dich zukommt. Okay, das ist eine Möglichkeit. Eine Chance, die von außen auf dich zukommt. Eine Gelegenheit. Die Frage ist nur, hast du Interesse an dieser Chance? Hast du Interesse an dieser Gelegenheit? Okay. Ja, weil die neuen Münzen, das ist eine wunderschöne Energie. Das ist eine Single-Karte, eine Single-Energie. Jemand ist alleinstehend, vielleicht, muss nicht sein. Jedenfalls ist das eine Karte von Selbstwert. Okay. Unabhängigkeit, Selbstständigkeit, Eigenständigkeit. Du bist grün mit dir selber, du bist zufrieden mit deinem Leben, du bist zufrieden mit deinem Weg hier, mit deiner Unabhängigkeit. Ich nehme das so wahr, diese Chance, die da an dich rankommt, die hat es schwer, bei dir Aufmerksamkeit zu finden, bei dir auf Interesse zu stoßen. Was sind die vier Kelche? Was ist diese Chance? Die Sonne. Der Eremit. Bei vielen Jungfrauen ist es ein spirituelles Thema. Es geht um den spirituellen Weg. Diese Chance betrifft eure Spiritualität, euren Glauben, euren Seelenweg. Euren spirituellen Weg, euer spirituelles Wachstum. Ihr bekommt hier, ich bekomme ganz konkret diese eine Energie rein von jemand bietet euch an, die Erleuchtung zu finden oder euch bei der Erleuchtung zu helfen oder euch zur Erleuchtung zu führen oder zu unterstützen. Ihr bekommt Unterstützung angeboten, ihr bekommt Hilfe angeboten. Das kann tatsächlich von einem Menschen sein, der auf euch zukommt. Oder es geht um irgendwelche Bücher, um irgendwelche Ratgeber. Das nehme ich auch wahr. Jemand bietet euch Unterstützung an, an der ihr kein Interesse habt, wo ihr keinen Sinn drin seht, dass euch dabei jemand hilft oder dass euch dabei jemand den Weg weist. Ja, hier ist eine Jungfrau sehr stark alleine unterwegs. Heute fokussiert die Kamera nicht. Ja, das ist die Jungfrau. Jetzt haben wir auch zweimal Löwenenergie im Jungfrau-Orakel. Vielleicht hast du den Löwen an einer bedeutenden Stelle in deinem Geburtshoroskop. Vielleicht ist es ein Löwe, der dir Hilfe anbieten möchte. Das kann auch sein. Dann sagst du, hey, ich bin selber mein eigener Löwe. Ich bin selber stark und mutig genug, meinen eigenen Weg zu gehen. Ebenso ist das auch eine Energie von Unabhängigkeit. Die Jungfrau legt einen starken Wert oder einen großen Wert drauf, unabhängig zu sein, den eigenen individuellen Weg zu gehen. Wenn es um die Erleuchtung geht
oder um irgendwelche Erkenntnisse geht, spirituellen Erkenntnisse womöglich, dann möchte die Jungfrau alleine dahin finden. Und ja, sich quasi nicht dahin bringen lassen. Ja, die sieben Stäbe, ganz, ganz klare Energie von nein, ich möchte das nicht, das ist eine Ablehnungshaltung hier, das ist, ich kann das selber, ich möchte unabhängig sein, ich wiederhole mich jetzt hier. Okay. Es kann auch sein, dass es sich nicht nur um einen Menschen handelt, sondern um mehrere Menschen, die immer wieder auf euch zukommen und euch etwas anbieten, an dem ihr definitiv kein Interesse habt. Und jetzt weiß ich auch warum. Hier zeigt sich der Teufel. Ja, und der führt euch nicht in die Erleuchtung. Und das ist eine tiefe Gewissheit bei der Jungfrau. Das, was ihr angeboten bekommt im April, führt euch nicht dahin, wo ihr eigentlich hin wollt, wo ihr eigentlich sein wollt, führt euch nicht zum Erfolg, führt euch nicht zum gewünschten Ergebnis, führt euch auf einen Irrweg, auf den falschen Weg sozusagen. Führt euch nicht in die Erleuchtung, führt euch nicht in die Klarheit, sondern in noch mehr Verwirrung und Unklarheit. So, diesen Braten riecht aber die Jungfrau. Es muss nicht nur um spirituelle Erleuchtung gehen, ja, was ihr hier angeboten bekommt. Aber das, was ihr angeboten bekommt, hat mit dieser Energie zu tun. Mit Klarheit, Wahrheit, Erleuchtung, Erkenntnis, Entfaltung, euren eigenen Weg gehen, euch persönlich entwickeln. Hier ist einfach jemand sehr, sehr gut alleine unterwegs. Jemand hat hier alles, was er braucht. Du hast, also wenn ich sage jemand, das bist du, du hast alles, was du brauchst. Du kannst dich vollkommen auf dich selber verlassen. Und ich nehme das so wahr, du bist auch schon eine gewisse Zeit diesen Weg so gegangen. Und man sieht hier auch deutlich, das hat sich im Außen bereits manifestiert, ein Stück weit, dass du erfolgreich bist. Mit deiner Art zu leben, mit deiner Haltung, mit dieser Unabhängigkeit und Selbstständigkeit. Und ja, auch bei den Löwen im Orakel im April ging es darum, Nein zu sagen zu jemandem, Grenzen zu ziehen. Und auch bei den Löwen habe ich gesagt, Nein ist ein vollständiger Satz. Okay, man braucht sich nicht rechtfertigen oder sich schlecht dafür fühlen, dass man eben hier etwas oder jemanden ablehnt. Und die Hohepriesterin zeigt dir deinen Weg. Ja, die Hohepriesterin ist deine Intuition. Ja, definitiv auch mit der Herrscherin. Sie hat eine starke Anbindung an die geistige Welt. Das ist eine sehr spirituelle Energie hier, wie ich sie öfters mal sehe bei den Jungfrauen. Du weißt für dich, was das Beste ist. Und wieder Löwenenergie, König der Stäbe. Kann aber auch wieder ein Schütze sein. Ja, das ist genau, das ist dieser Satz, den ich vorhin gesagt habe. Das ist deine Energie. Du bist selber dein eigener Löwe. Du bist selber stark und mutig und unabhängig und möchtest deinen eigenen Weg hier gehen. Was ich wirklich wahrnehme, ist, dass die Jungfrau hier im April es schafft, es abzuwenden, vom Weg abzukommen. Auf einen Irrweg zu geraten, durch Einflüsse im Außen. Die Jungfrau schafft es hier auf ihrem... Und hier haben wir dann wieder den Teufel. Und ich hab die Karten nochmal benutzt, ne? Die Jungfrau schafft es, dem Teufel zu entgehen. Das ist definitiv so. Die Jungfrau schafft es hier, Unheil abzuwenden. Sie schafft es abzuwenden, vom Weg abzukommen, in die Verwirrung reinzugeraten, in Manipulation reinzugeraten. Die Jungfrau riecht diese manipulative, unechte Energie hier. Was darf ich an zusätzlichen Impulsen noch weitergeben für die Jungfrau?
Der Lehrling, diese Person lernt an und von dir. Durch dich reift er oder sie. Ob es sich am Ende für dich auszahlt, ist allerdings fraglich. Ein kleiner Nebenhinweis, deine Autonomie sollte nicht zu sozialer Einsamkeit führen. Der Honigtopf gibt deine Untätigkeit auf und versüße dein Leben. Nur du allein bist für deine Lebensfreude und Gesundheit verantwortlich. Und was ich hier wahrnehme, hier will dir jemand weismachen, deine Unabhängigkeit, die ich hier eben gerade als so wundervoll wahrgenommen habe. Deine Selbstständigkeit, deine Eigenständigkeit, dass dir jemand weismachen will, das ist nicht richtig. Du musst wieder mehr unter Leute gehen, du musst dich einer Gruppe anschließen, du musst dies, das und jenes. Ja, jemand will dir irgendwie verklickern, dass du doch einsam und unglücklich bist. Dass es falsch ist, wenig oder gar keine soziale Kontakte zu haben. Jemand will dir verklickern, du bist doch im Grunde deines Herzens überhaupt nicht lebensfroh. Das ist doch ungesund, wie du lebst. Liebe Jungfrau, ich kann dir hier sagen, das ist der Teufel. Das ist eine manipulative Energie, eine limitierende Energie, eine täuschende Energie. Eine Energie, die dich in Abhängigkeiten reinmanövriert. Und das ist das, was ich hier sehe, was die Jungfrau überhaupt nicht möchte. Ja, genau, hier meldet sich jemand. Das rote Telefon. Jetzt wird es brenzlig. Eine Mitteilung, Nachricht ist ernst gemeint und erfordert deine Reaktion. Eine Entscheidung lässt sich nicht mehr aufschieben. Die Entscheidung kann aber auch sein, ja, dass du hier etwas ablehnst, dass du dich für etwas nicht interessierst, dass du jemandem oder dieser Mitteilung keine Aufmerksamkeit schenkst. Wenn du irgendwo ran kein Interesse hast, an irgendwelchen Sachen oder auch an irgendwelchen Menschen, dann ist das so. Wenn du damit glücklich bist, und das sehe ich hier, dann ist das für dich der richtige Weg. Wenn du sagst, es tut dir gut, du bist damit glücklich, du musst hier nicht jede Chance oder nicht jedes Angebot annehmen. Ja, schau mal, du bist glücklich, gerade eben habe ich es gesagt. Du musst nicht alles annehmen, was dir gereicht wird, wenn du es nicht willst. Wenn du denkst, es passt nicht zu dir. Hier, nämlich du bist das Glückskind. Ich empfange. Ich stimme mich auf das Universum ein. Alles um mich herum ist auch ein Teil von mir. Manches kommt und manches geht. Ein ewiger Kreislauf, in dem ich mich jetzt bewusst befinde. Nach vielem Geben konzentriere ich mich nun auf das Empfangen. Ich öffne meine Handflächen wie Kelche nach oben und spüre, wie Wunderbares zu mir fließt. Liebe Jungfrau, das kann ich dir weitergeben für den Monat April. Eine sehr schöne Energie. Danke für deine Aufmerksamkeit. Wenn du magst, sehen wir uns gerne beim nächsten Orakel wieder. Mach's gut. Bye, bye.